faut cuisiner, Monsieur Dame. Bon après-midi. Ich lese das Buschu-Buch für Köche, der junge Koch, die junge Köchin. Das Buch ist vollkommen ohne Serifen gedruckt, daher schwer zu lesen. Der Inhalt ist teilweise ziemlich fragwürdig. Es ist das Buschu-Buch für Köche, deshalb wird es vorgelesen. Ich zeige es so. Im Teil Arbeitssicherheit bin ich angekommen. Kapitel 1, Unfallverhütung. 1.2, Tragen und Heben von Lasten. Das Heben und Tragen ist nicht nur mühsam, es belastet auch die Wirbelsäule. Diese besteht aus fein gestalteten, nicht austauschbaren Wirbelkörpern, die zusammen eine leicht geschwungene S-Form bilden. Ich möchte mir gerne wissen, was im Körper austauschbar ist. Ich sage, der Text ist so daneben teilweise. Zwischen den Wirbelkörpern sind die Bandscheiben eingelagert. Diese faserigen Knorpelgewebe ermöglichen die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Wer falsch hebt und trägt, wird auf die Dauer nicht ohne Bandscheibenschäden bleiben. Diese können von einfachen Schmerzen beim Aufrichten des Körpers bis zu Ischias, was auch immer das ist, und Lähmung reichen. Beim Tragen von Lasten soll der Körper gleichmäßig belastet werden, damit Spannungen in der Wirbelsäule vermieden werden. Darum ist die Last nach Möglichkeit auf beide Arme zu verteilen. Abbildung 3, da gibt es eine Abbildung hierzu. Lasten werden aus den Knien aufgenommen, dann ist die Belastung auf die Wirbel gering und gleichmäßig verteilt. Die Arbeit leisten die Beinmuskeln. Arbeit hier an der Stelle in Anführungsstrichen, warum was, auch kein Schwein. Der Text ist teilweise sehr, sehr fragwürdig. Hier sieht man es. Anführungszeichen nutzt man im Text nur bei Zitaten. Das Buch ist scheiße. Tschüss.